Morgen Trier, mein Name ist Nikolai Meyer und das ist unser kleines neues Webformat, in dem wir wöchentlich über die Themen der Stadt Trier reden. Heute ist bei mir zu Gast Jörg Pistorius, Stadtreporter, ich freue mich. Jörg, was ist für dich das Thema der Woche? Nico, das Thema der Woche für mich ist ein neuer Fitness- und Outdoor-Park für die Stadt Trier, der ganz einfach ein Geschenk sein wird, ein Geschenk von einem Enthusiasten aus Heiligkreuz, der gesagt hat, ich mache das Ding jetzt, ich stelle es auf die Beine, ich wünsche es mir selbst und ich wünsche mir, dass meine Stadt davon profitiert. Jörg, warum ist genau das für dich das Thema der Woche? So wie ich aus deinem Artikel rausgelesen habe, gab es da ein paar Verzögerungen. Gibt es da eine Art Symbolcharakter in der Stadt Trier? Auf mehreren Ebenen sogar. Zum einen ist es natürlich beispielhaft, dass jemand sagt, ich wünsche mir ein bestimmtes Projekt, aber ich glaube, dass es nicht realisiert werden wird, wenn ich es nicht selbst anpacke und organisiere. Und zum anderen haben wir dann natürlich die typischen Verwaltungsstrukturen, die sowas zwar begrüßen, aber auch erstmal monatelang gründlich prüfen müssen, bis dann eine Realisierung in greifbare Nähe rückt. Okay, hältst du es denn für sinnvoll, dass ein Mann alleine versucht, so ein Projekt durchzudrücken? Grundsätzlich ja, aber man muss natürlich die Verhältnismäßigkeit sehen. Ein anderes Beispiel in Trier von einem typischen Wunschprojekt ist die Eishalle. Die alte Eishalle ist 2009 wegen horrender Betriebskosten geschlossen worden. Und seitdem wünschen sich viele Menschen, Trier braucht eine solche Halle, eine Halle für Schlittschuhlaufen, für Eishockey, für diese typischen Eissportarten, aber die Stadt hat kein Geld. Nun kostet eine solche Halle 12 bis 15 Millionen Euro, das kann einer allein nicht stemmen. Aber hier haben wir ein etwas kleineres Format, einen kleineren Kostenrahmen und da hat sich jemand gesagt, ich suche und finde einen Sponsor, hat er auch, eine regionale Baufirma, die jetzt die Geräte beschaffen und aufstellen wird. Und wir werden tatsächlich im Frühjahr die Eröffnung erleben und können dann auch selbst ein bisschen trainieren. Das wird bestimmt super. Ich freue mich persönlich sehr darauf. Bin ein großer Fan von solchen Sachen, mehr als Fitnessstudio. Vielleicht sehen wir uns dann mal an der Klimmzugstange. Pressesprecher der Stadt Trier, Michael Schmitz, hat versprochen, es wird im Frühjahr soweit sein. Was haltet ihr davon? Schreibt uns auf Facebook. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, Leute. Macht's gut.